Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem Projekt, dem Energy Fitness Guru. Wir sind jetzt in der zweiten Woche und ich möchte mich heute richtig auspowern. Und ich bin froh, dass ich wieder den Thomas an meiner Seite habe. Ich glaube, du kannst mir ganz gut helfen heute. Richtig. Wir sind heute hier in der Functional Area. Okay. Hier haben wir genügend Möglichkeiten, dich auszubauen. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Ist unsere kleine Spielwiese, unser Klettergerüst. Ich würde sagen, wir beginnen mal wieder mit den Beinen. Okay. Und anschließend machen wir noch einen Bauch. Was hältst du davon? Erstmal bin ich noch zufrieden, das sehen wir dann. Gut, dann legen wir los, oder? Ja, ich bin bereit. So. TRX-Band, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, auch schon mal ausprobiert, aber... Schon mal ausprobiert, ist gut. Mir noch ein bisschen suspekt, das Ganze. Einmal hier nehmen. Ich mache es dir einmal vor. Okay. Die Beine leicht in die V-Stellung, Knie gehen nach außen, 90 Grad und wieder hoch. Okay. So, darfst auch einfach direkt übernehmen. Und die Arme gestreckt, oder? Genau, Arme gestreckt. Leicht in die V-Stellung, die Knie gehen nach außen. Und jetzt einfach runter? Genau, einfach mit dem Po runter. Perfekt. Und wieder hoch. So, Thomas, ich stehe noch gerade. Also das war jetzt gar nicht so schwer. Gut, dann kommt noch der zweite Satz. Wie der zweite Satz? Ja, eigentlich machen wir drei. Oh nein. Ja, okay, auf den also, zweiten lasse ich mich noch ein. Okay, machen wir einen zweiten jetzt. Okay, jetzt brennt der Hintern langsam und die Oberschenkel. Jetzt und merkst du es langsam. So. Und den letzten. Schön langsam. Perfekt. Super. Puh. Und wie geht's dir? Ja, wie gesagt, die Beine brennen. Also es hat schon in sich. Eine Pause wäre jetzt auch super. Nicht schlecht. Eine Pause? Ja. Machen wir. Eine kleine? Eine kleine Pause machen wir. Sehr gut. Dann treffen wir uns gleich wieder hier. Alles klar. Bis gleich. Danke. Leute, ich sag's euch. Der Thomas hat schon geguckt, dass es jetzt schon eine Pause braucht. Aber ich muss unbedingt was trinken. Und abgesehen davon gibt es hier einige leckere Sachen. Wenn ich meine Flasche aufbekomme, dann würde ich mir auch mal was einfüllen. Und es geht leider auch gleich wieder weiter. Aber ich muss mal kurz durchschnaufen. Sonst packe ich das heute nicht mehr. So, Prost. So, Thomas, ich komme mir ein wenig blöd vor. Was hast du mit mir vor? Also, jetzt machen wir eine Bauchübung. Okay. Quasi Crunches am TRX. Mhm. Das ist schon mal richtig von der Position her. Ja. Arme nach vorne. Gerade, oder? Genau, richtig. Und jetzt? Jetzt einmal die Knie nach oben anheben. Die Knie nach oben anheben. Genau. Okay. Perfekt. Und jetzt gehst Zittert du mit deinem... alles. Genau, perfekt. Dann machen wir es richtig. Dann jetzt schaust du, dass du mit deinen Knien zum Bauch vorkommst. So. Genau. Und wie oft mache ich das Ganze jetzt? Die machst du 15 Mal. Oh Gott. Thomas, das ist die schlimmste Übung, die ich je gelernt habe oder gemacht habe. Oh Gott. Krass. Ja. Das ist der Sinn hinter dem Training auch. Also die ist sehr effektiv. Wie du siehst, man kann am TRX wirklich alles trainieren. Von den Beinen bis hin zum Bauch, Rücken, alles. Also ich werde morgen und übermorgen und übermorgen an mich denken, weil ich Bauchmuskel gehabt habe. Freut mich. Leute, ich sag's euch, ich bin fix und fertig. Ihr habt es gesehen, es war nicht so einfach für mich, aber ich kann euch sagen, die Functional Area, top. Muss ich öfter kommen, damit ich endlich fit werde. Woche 2 ist jetzt erstmal geschafft und ich werde mich jetzt ein paar Tage erholen und wahrscheinlich mit meinem Muskelkater rumschlagen und dann freue ich mich auf nächste Woche.